Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind heute wieder als Killer unterwegs. Und zwar mal wieder als Geist, dachte ich mir. Den hatten wir jetzt eine Weile nicht auf meinem Kanal. Und ja, ich sag mal so, irgendein Survivor hat sich diese Map hier gewünscht. Finde ich mal gar nicht gut. Ich finde auf diesen Maps nie Survivor. Zumindest schon mal die Yui gefunden und die wollte anfaken. Ich nehme übrigens gerade zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit auf. Es ist nämlich Montag früh. Ihr glaubt nicht, wie lange das jetzt hier mit einer Lobby gedauert hat. Unglaublich lange hat das gedauert. Das werde ich, glaube ich, auch nicht schaffen, bevor sie nicht irgendwo runterspringt. Okay, da ist sie leider selber ein bisschen hängen geblieben. Das war so, glaube ich, nicht von ihr geplant. Und ich hänge sie hier oben auf. Und mache direkt mal die Palette kaputt. Die Talente, die ich mit habe, sind übrigens Ruf einer Krankenschwester, Thanataphobie, Nöd und Blutwächter. Sie versucht sich zu befreien. Das finde ich jetzt uncool. Ich glaube, sie mag nicht so richtig. Ah, sie hat die Sabotiere. Einen Haken im Terrorradius. Aber du hast mir jetzt quasi den Hook geschenkt. Mensch, ich bin dir echt dankbar. Wir gucken weiter. Ich bin gerade relativ glücklich. Okay, ich sehe, wie sie sich hier heilt, mitten auf dem Feld. Ist der die das hier im Schrank? Das ist ja jetzt interessant hier mit euch. Cool. Drei Personen am Haken. Kein Generator fertig. Geh mal kurz drüben gucken. Auf dem Hügel. Denn der war ja vorhin schon mal angefangen. Aber hier arbeitet niemand. Das hört sich nicht danach an. Aber ich könnte ihn mal zurücksetzen, wenn wir schon hier sind. So, ich darf mich natürlich jetzt nicht auf dem Anfangserfolg ausruhen. Ne? Es sind immer noch alle vier im Spiel. Jetzt ist auch der erste Generator an. Ich war gerade unsicher. Ich dieses Geräusch verursacht habe. Okay, dort rennt der David. Leider ist hier eine Palette, die er Gott sei Dank gezogen hat. Uhuhu! Wenn ihr mich jetzt gesehen hättet, ich bin kurz zusammengezuckt. Du kommst an den Haken, wo gerade eben die Mac hing. Ich glaube, ich hoffe, du bist okay damit. Oh, in der Zwischenzeit war hier jemand dran. Ich denke, er wird direkt gerettet, oder? Wird direkt gerettet? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal dort rüber, weil David war da drüben dran. Hier hatte er ja den Skillcheck verhauen.
war noch eine Mac. Wait. Ich nehme mal erstmal die Mac. Die hat da so provokativ gewartet. So, Dead Heart, du rennst so ganz, ganz, ganz komisch. Hätte gedacht, sie hat jetzt noch Dead Heart, um meinem Schlag noch einmal auszuweichen. So. Ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn die da drüben jetzt alle Generatoren anmachen, dann ist es für uns wesentlich einfacher, dann hier die Kontrolle zu behalten. Okay. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns darauf, dass wir hier drüben die Generatoren beschützen. Tuckern alle nicht wirklich. Ich sehe die Leute hier immer nicht in diesem verdammten Bambus. Nea, du probierst das immer wieder. Ich werde versuchen, dich das nicht machen zu lassen. Man muss halt sagen, die verbauen sich das gerade alle wieder ein bisschen selber. Wow, der haut daneben? Der haut auch daneben? Jetzt hat die Nea ihr einen Haken sabotiert bekommen. Das ist okay. Ich denke, so weit weg werden die alle noch nicht sein. Ich glaube, die Nea hat nämlich die Aufgabe, in einer Runde 3 Haken im Terrorradius des Killers zu sabotieren. Okay, ich habe einmal Holz gehackt. Sie hat da gewartet. Ich gehe mal hier oben den Generator treten. Ist mir gerade ein bisschen wichtiger. Sie ist auch nicht weggegangen. Also sie möchte jetzt auch gejagt werden. Das Fenster ist zu. Jetzt geht sie weiter. Oh, da tuckert auch der nächste Generator. Geht zum Generator. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich hier die Generatoren beschütze. Als ob ich dich nicht gesehen habe, Yui. Jetzt zieh halt endlich diese dumme Palette. Das ist ja das, was sie die ganze Zeit möchte. Oh, sie geht weiter. Hier bist du doch erst schon mal hängen geblieben, oder, Yui? Kann das sein? Die Nea ist jetzt nicht hier. Und versucht wieder irgendeinen Haken zu sabotieren. Jetzt ist der auf dem Hügel angegangen. Das sollte nicht passieren. Ich glaube, dann muss ich jetzt auch mal drüben gucken gehen. Ja. Verdammt. Nur ein Zacken zu spät. Ich würde gerne die Nea kriegen. Ja, weißt du, ich nehme dich jetzt aus dem Spiel. Ich muss hier nämlich die Leute mal wegkriegen. Jetzt ist wenigstens einer aus dem Spiel. Jetzt
jetzt auch noch, nur noch einen Gen zu machen. Jetzt wird's noch mal knackig. Weiß auch nicht, wo ist David? Ich glaube, die Mac müsste auch tot am Haken sein. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, dass wir die Mac aus dem Spiel bekommen. Dann haben wir nur noch die Yui und den David. Komm, wir bringen sie in den Keller. Es gibt ein paar Punkte. Eigentlich ist es Quatsch, weil ich, Spiel, Server, du hast hier gerade ein mega Problem. Wo hat's die denn aufgehangen? Bist du denn hier noch? Alter. Was bleib ich denn jetzt hier hängen? Yui braucht Jagdpunkte oder so. Keine Ahnung. Sie möchte mich halt jetzt ablenken, dass David den letzten Gennern macht. Ich gehe mal gucken, wo er ist. Bestimmt oben. Nee, hier ist er. So, die Yui trollt. Ich glaube, Yuis Job ist tatsächlich gerade. Er hat aufgegeben. Yuis Job ist abzulenken. Oder sie weiß, wo die Luke ist. Die Luke ist schon da? Ja, die Luke ist da. Sie wird nicht mehr hier hinten sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er lässt sich nicht sterben. Ich wollte gerade sagen, eventuell geht Yui jetzt auf Suche der Luke. Ja, irgendwie, die Yui mag die Shaq tatsächlich. Sie passt halt auch auf. Sie ist, ich glaube, Yui ist die im Rang höchste. Der Yuri. Weißt du, dann hole ich mir jetzt den David. Ich möchte nicht, dass David jetzt noch den letzten Gen hier anbekommt. Sorry, David, das ist ein bisschen getunnelt. Eventuell hast du einen Decisive Strike. Nein, hast du leider nicht. Aber ich möchte nicht, dass die Yui die Luke bekommt. Und jetzt habe ich Nöd. Nein, habe ich nicht. Sind die ernsthaft? Meine Totems alle kaputt gemacht? Sie hatte die Luke. Okay. Schade. Ich hätte sie gern noch. Sie hat jetzt am Ende nichts weiter gemacht, außer versucht, mich zu trollen, mich zu ärgern und mich abzulenken, dass David den Gen durchziehen kann. Richtig Yui. Camper Noob, easy peasy. Ach, Leute. Ihr habt's ja gesehen. Was soll ich machen? Wenn die sofort hinrennen, die Nea mit ihrer komischen Mission, die Haken so zu sabotieren. Das geht halt schief. Okay, ich lasse ihr den Spaß. Als Rang 7 kann man das ja mal zu einem Rang 15 Killer sagen. Ja. Eine Folge Geisty. Ich muss mir mal überlegen, welchen Killer ich nächste Woche spiele. Ich gucke vielleicht mal, welchen ich jetzt schon eine Weile nicht mehr hatte hier auf YouTube. Und dann sehen wir uns aber auf jeden Fall übermorgen. Denn da gibt es ja wieder eine neue Folge DBD als Survivor. Und bis dahin sage ich, macht's gut, habt einen schönen Tag und wir sehen uns.
Tschüss.